Liebe Karatefreunde, ich habe in der letzten Zeit sehr viel in den Kommentaren gelesen, dass das Komitee und die Freikampfturniere, die im Deutschen Karateverband oder auch im WKF, World Karate Federation, stattfinden, dass das Karate nicht gut tut, dass es keine tollen Karatekämpfe sind, die sind nicht schön anzuschauen und die zeigen auch den Geist nicht. Es wurde sich auch darüber aufgeregt, ey, da kann einer, der K.O. geschlagen wurde, trotzdem zum Karate-Weltmeister werden. Was ist das denn für ein Quatsch? Und ich möchte heute mal eine Gegenüberstellung machen, einen Gedankengang, der bei mir so einiges verändert hat und für einiges mehr an Toleranz gesorgt hat. Und das Ganze ging los, als ich mir eine Folge Karate Comet anschaute. Übrigens ein Format, wo auch wahrscheinlich der Karate-Posterboy der heutigen Zeit, nämlich Rafael Agaev, vormals stark dominanter Kämpfer bei eben diesem Point Fight WKF-Komitee, der jetzt bei Karate Combat auch ein stark dominanter Kämpfer ist, trotzdem diesen Wechsel vollzogen hat. Also es wäre eigentlich sogar ein Pluspunkt für Vollkontakt-Karate, für den härteren Sport. Dann gab es bei der Episode aber eine Szene und ich weise gleich darauf hin, ich beschreibe die jetzt, wer sich das nicht anschauen möchte, der schaut währenddessen weg oder tappt mich in den Hintergrund, denn die Szene ist nicht schön. Es geht konkret um einen Überkopfwurf, der stattfand. Und der Kämpfer Sascha Palatnikov, ja, er stand danach nicht mehr auf und musste dann erstmal reanimiert werden. Und das nächste Statement seinerseits kam dann aus dem Krankenhaus. Der Sieger wurde alleine zum Sieger gekürt, ohne seinen Gegner noch auf der Kampffläche. Und das hat bei mir ein paar Gedanken bewirkt. Denn wenn man sich das mal so überlegt, nicht jeder ist Vollzeit-Karateka. Nicht jeder hat kein Leben außerhalb des Dojos. Die meisten Menschen müssen, nachdem sie im Training waren, am nächsten Tag wieder irgendeine Form von Arbeit verrichten. Und in den meisten Fällen sind blaue Augen oder gebrochene Knochen eher hinderlich bei der Durchführung dieser Tätigkeit. Viele haben Familie. Ein Familienvater, für den ist es kritisch, wenn er danach erstmal 6 bis 8 Wochen im Krankenhaus ist, wenn er einen Turnierkampf gemacht hat. Soll man diese Leute jetzt ausschließen von dem Thema Turnier? Soll man diese Leute ausschließen oder sogar runterreden, weil sie keinen Vollkontakt machen? Das wäre an dieser Stelle nicht fair und würde auch irgendwo nur dem eigenen Bedürfnis nach, schaut mal, wie hart, männlich, toll, Chobi, hier bitte beliebiges Adjektiv einfügen, entsprechen, aber garantiert nicht nach einem sportlichen Verhalten. Ja, ich schaue mir persönlich auch lieber Vollkontakt an als Pointfighting, aber ich tue das in dem Bewusstsein, dass es Profisportler sind, denen ihr Vollzeitjob ist das Trainieren. Die bekommen dafür das Geld. Die bekommen auch von der entsprechenden Liga 6-stellige Jahresgehälter. Warum bekommen die das? Weil eine andere Beschäftigung bei diesem Trainingspensum für diese sportliche Leistung und dem Verletzungsrisiko gar nicht erst möglich ist. Wisst ihr, die Karate-Szene ist einer der charakterlich großartigsten Orte, die ich jemals kennenlernen und finden durfte. Wisst ihr, die Karate-Szene ist eine der toxischsten und intolerantesten Orte, an denen ich jemals geraten bin. Beides stimmt. Beides entspricht der Wahrheit. Denn ich habe schon ganz häufig gehört, Pointfight, das sind keine echten Karateka, das ist ja nichts. Ich habe auch schon gehört, wir machen das besser als die anderen. Was die anderen machen, ist ja eh nur Ballett. Was ich mir lustig finde, weil Ballett als Sport mir sehr viel härter und körperlich anstrengender anmutet als Karate, aber ist ein anderes Thema. Kurzum, was der Sinn mit diesem Video ist: Es kommt nicht immer nur darauf an, dass etwas gut aussieht, während man es praktiziert. Jeder, der Pointfighting macht, ist genauso anerkennenswert wie ein Vollkontaktkämpfer. Jeder Amateurkämpfer, der nebenher Beruf, Freunden und Familie zwischendrin aber trotzdem ein Turnier mit Gleichgesinnten besuchen möchte, ohne ein absurdes Verletzungsrisiko, ist auch genauso als Sportler und Mensch anerkennenswert. Und ich glaube, dass es der Karate-Szene richtig gut tut, wenn man jeden einfach seine Art von Sport für seine Art von Lebensstil machen lässt und den anderen nicht versucht herunterzureden, weil er etwas anderes macht oder anders denkt als man selbst. Wie ist deine Meinung zu der ganzen Geschichte? Wie findest du das Thema Pointfighting? Findest du, dass das, was wir aktuell im Deutschen Karateverband oder im DJKV praktizieren oder eben auch in der World Karate Federation, eine gute Sache für Karate ist? Und wenn nein, warum eigentlich?